Publishing. Ja, hallo, liebe Freunde und ein wunderbar herzliches Willkommen zu der Sprachauswahl, zu einem neuen Fall von TKKG. Ich werde noch nicht verraten, welcher Fall das ist, aber ihr werdet es bestimmt auch oben schon gelesen haben. Es ist, das werden wir ja sehen, nämlich wir nehmen diesmal Deutschen für den Feuerteufel Englisch, einen Fall für TKKG. Es ist nämlich das Rätsel der Villa Drachenkralle. Was für ein langer Titel und so langsam ist er auch noch. Wir müssen uns erstmal einloggen, würde man heute sagen. Ja, Mitglied, das ist hier nur Test. Ich habe versucht, ob das Spiel auch funktioniert. Ich hab da aber noch nicht dran gemacht. Ich habe noch nicht angefangen, den Fall zu lösen, so, das heißt auch, gleich, dass ich das blind spiele, wie immer, unseren Name, Fridge of Games, und ich würde einfach mal sagen, los geht's mit diesem Fall. An einem schönen sonnigen Sommertag treffen sich unsere TKKG-Freunde im Eiscafé. Natürlich! Aufgeregt berichtet Gabi, was sie beobachtet hat. Gerade war ich mit Oskar am See bei der Villa Drachenkralle. Ihr wisst schon, die Villa der Familie Gardiva. Ja, weiß ich, kenne ich nicht. Die alte Eiche ist gefällt. Das gibt es doch nicht. Frau Gardiva war immer so stolz auf den Baum. Die Friedenseiche ist wie ein Freund, sagte sie. Vielleicht musste der Baum ja auch umgehauen werden, weil er krank war. War er nicht. Ganz im Gegenteil. Während des Libellenprojektes waren wir oft bei der Villa. An der Friedenseiche hat uns doch unsere Biolehrerin gezeigt, woran man einen gesunden Baum erkennt. Stimmt. Aber vielleicht warf der Baum zu viel Schatten und Frau Gradiva ließ ihn deshalb abholzen. Klößchen, da bist du wirklich auf dem Holzweg. Erstens ist Frau Gradiva seit 6 Wochen im Altersheim, weil sich ihr Sohn Axel nicht um sie kümmern kann. Und zweitens ist es verboten, einfach Bäume zu fällen. Glaube ich jedenfalls. Selbst wenn sie auf dem eigenen Grundstück stehen? Ich denke ja. Aber dazu sollten wir Tom, den Gärtner von Willis Eltern, befragen. Super Idee! Ich habe so ein Gefühl, als ob mehr dahinter steckt. Vielleicht weiß die alte Frau Peper auch etwas. Die kennt sich doch aus in Sachen Umweltschutz. Und im Rathaus hilft uns sicher der Stadtarchivar Herr Quest, der uns bestimmt mehr über die Familie Gradiva erzählen kann. Na dann ran ans Werk! Denn wenn ich mich nicht täusche, ist das ein Fall für TKKG. Was für ein spannender und einfallsreicher Fall. Ein Baum wurde gefällt. Boah, das ist natürlich der genialste Fall, der von TKKG ever. Ein gefällter Baum. Ja, an dieser Stelle muss ich noch sagen, muss ich noch ein paar Dankesworte aussprechen, weil, TKKG, das Rätsel der Villa Drachenkralle wollte erst nicht so wirklich laufen. Und da hat mir schon vor ganz, ganz, ganz schön langer Zeit der gute Scipio88 die Fehlerbehebung davon mal geschickt. Und, da wollte ich mich jetzt bedanken. Es ist schon ganz schön lange her, dass er mir das geschickt hat. Also erst wollte ich das auch mal spielen, aber dann sind noch ein paar andere TKKGs dazwischen gekommen. Und so hat sich das immer aufgeschoben. Jetzt habe ich mir den Tipp nochmal angesehen und es tatsächlich nochmal so ausprobiert. Und ich habe es zum Laufen gekriegt, wie ihr ja jetzt hier auch seht. Danke nochmal. Du bist echt konkret und das ist natürlich, wie gesagt, der spannendste Fall von TKKG, den es hier gibt, ja. Es geht auch direkt weiter nach dem Feuerteufel, ihr braucht keine Pause es gibt keine Pause zwischen dem Feuerteufel und jetzt dem neuen Projekt, der hier, es geht sofort weiter. Hier haben wir wieder ein paar Orte,
Hier oben, was ist denn das? Sieht aus wie... Das könnte das Altersheim sein, ich bin mir nicht sicher. Naja, das kennen wir ja von ZD13. Das könnte irgendeine Bar sein oder so. Hier ist... hier vielleicht das Stadtarchiv. Hier ist Herr Brodonski, da können wir aber natürlich leider nicht hin. Was ist das, ein Fitnesscenter? Ne, keine Ahnung. Irgendeine Küche oder Wohnzimmer. Das sieht aus wie ein Gartenhaus. Ja, und das könnte die Villa sein. So. Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Mensch, das ist immer so schwierig am Anfang von einem Fall. Hier ist natürlich wieder nichts drin. Mir fehlt die Musik, um ehrlich zu sein, wieder ein bisschen. Aber, das ist ja egal. Es geht ja darum, was die vier Typen hier verzapfen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dahin. Guten Tag, Tim Carsten, mein Name. Sind Sie Axel Gradiva? Sieh im Büro nach. 3. Oh, was für ein 4. Oh, Ladies, aufgepasst. 6. Boah, das hat ja bestimmt 7, jahrelang. 8. Oh, jetzt hört er auf. Och, schade. Guten Tag. Guten Tag, Tim. Willkommen in Axels Muskeltreff. Guten Tag, Tim. Willkommen. Er hört sich ein bisschen an, als ob er gerade Pläne schmieden würde, Tim abzumurksen, dieser Zuhälter. Kann ich bei Ihnen Krafttraining machen? Planen Sie weitere Fitnessstudios? Wenn alles gut geht, wird es schon im nächsten Jahr Axels Sporting World geben. Ein großes Sportcenter unten am See. Fitness, Bodybuilding und eine Surf- und Segelschule. Alles unter einem Dach. Mensch, Tim muss diesen Typ doch lieben, das ist doch... Na mal. Trainieren Sie hier regelmäßig? Ich bin Taxifahrer und arbeite meistens nachts. Jede freie Minute verbringe ich hier. Ich trainiere für die Europameisterschaft. Echt? Das ist ja toll. Was, die Europameisterschaft 1, im Taxifahren? 2. 3. Planen Sie weitere... Kann ich bei Ihnen Krafttraining machen? Klar, komm doch einfach mal für eine Schnupperstunde vorbei. Bert, der draußen an den Gewichten arbeitet, wird mit dir einen Trainingsplan zusammenstellen. Wir haben zurzeit ein super Angebot für Jugendliche. 13 Stunden trainieren und nur 10 zahlen. Was ist das? Braucht das jeder, der Bodybuilding macht? Das hängt davon ab, wie intensiv man trainiert. Man sagt, dass man zwischen 1 und 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht... Eiweiß! Wenn du Quark und Joghurt isst und vielleicht mal ein Steak, dann deckt das deinen Bedarf. Wer amtlich trainiert und stark werden möchte, wie mein angehender Europameister da draußen, der braucht Ergänzung. Und wer ist das jetzt nochmal? Ist das der Sohn oder der Neffe oder was weiß ich denn? Auf jeden Fall fährt der Motorrad. 2. Wie lange trainieren Sie schon? Bin seit 10 Jahren dabei. Zuerst war ich nur einmal in der Woche hier. Jetzt komme ich jeden Tag. Axel hat mich mal gefragt, ob ich hier Studiomanager werden möchte, denn er hat mit seiner Surfschule reichlich zu tun. Und? Werden Sie den Job annehmen? Ich will Europameister werden. Alles andere muss warten. In was denn überhaupt? 1. 2. 3. Zählen kann ich 4, auch, Meister. 5. 6. Ich glaube, mehr gibt's hier auch nicht anzugucken. Warum gehen wir da überhaupt hin? Ich glaube, das ist die Villa, oder? Das war ein ganz alter Baum.
Jo. Fast so alt wie du. Libellen! Verrückt, dass so etwas Unscheinbares wie dieses bisschen Schilf so wichtig für die Natur sein kann. Naturdenkmal, Friedenseiche gepflanzt, circa. Ja. Eine Plakette, Naturdenkmal. Was soll denn das heißen? Ein Feuerzeug mit Initialen SN. Das könnte der Täter verloren haben. Sportler Nico. Tier, der Bodybuilder war's. Ganz klar, der Bodybuilder. Gucken wir uns mit den anderen Idioten noch ein bisschen da um. Da können wir jetzt auch gar nicht hin, oder? Eine Eiche, Quercus petrea, wird manchmal 40 Meter hoch, kann bis zu 700 Jahre alt werden. Na, diese ja nun nicht mehr. Keine Libellen zu sehen, denen ist hier zu viel los. Was ist denn das? Scheint so eine Art Baumorden zu sein. Der Dicke. Hier kommt man ja gar nicht durch. Ach was. Naturdenkmal. Ein Baum als Denkmal. Naja. Die Kaulquappen sind jetzt bestimmt schon zu richtigen Frischen herangewachsen. Vielleicht fange ich ein und stecke ihn unserer Wärter in die Schürzentasche. Ich dachte schon, er würde einen von den Frischen aufessen. Einfach umgehauen. Der Anblick tut mir richtig weh. Es ist nur ein Baum. Verrückt zu wissen, dass die Libellen, die wir beim Schlüpfen beobachteten, jetzt ihre Eier abgelegt haben und bald sterben werden. Eier! Naturdenkmal. Ja, lesen kann ich auch, Gabi. Oh, Libellenangriff. So, Naturdenkmal. Da war jetzt doch bestimmt dieser eine Fatzke da, was? Dieser, wo sie hier im Eiscafé darüber gelabert haben. Da ist das Sportstudio. Das vielleicht. Peter Carsten, genannt Tim. Guten Tag. Askan Quest. Guten Tag. Peter. Deutsch für Petrus, was auf Griechisch so viel wie Fels bedeutet. Und Tim von Timotheus abgeleitet, der Freund des Apostels Paulus. Ja, wie du merkst, interessiere ich mich für Vornamen. Oh, bitte hör auf. Tivola, was habt ihr euch dabei nur gedacht? Stehen sehr alte Bäume unter einem besonderen Schutz? Wissen Sie etwas über die Gradivas? Stehen sehr alte Bäume unter einem besonderen Schutz? Ja, wenn sie besonders schön oder besonders selten sind, können sie zum Naturdenkmal erklärt werden. Das gilt allerdings nicht nur für Bäume, sondern kann auch für ganze Landstriche, wie zum Beispiel das Teufelsmoor, gelten. Verstehe. Was ist das denn? Dies ist eine Übersicht über die Nationalfahnen der verschiedenen Länder. Flaggen, also Tücher in verschiedenen Farben und Mustern, sind schon sehr alt. Es wird berichtet, dass der erste chinesische Kaiser der Su-Dynastie im Jahre 1027 vor Christi Geburt seinem Heer eine weiße Fahne voraustragen ließ. Auch im Alten Testament werden Flaggen erwähnt. Im Mittelalter waren sie mit den heraldischen Zeichen der einzelnen Adelsgeschlechter bedruckt und halfen, im Schlachtgetümmel den Standort des jeweiligen Heeres zu finden. Fertig? Oh, ich habe gerade echt Pipi in den Augen. Oh. Oh nein, ich traue mich gar nicht, das hier jetzt anzugucken. Ah nee, geht ja auch glücklicherweise gar nicht.